So, moin zusammen. Da geht's direkt weiter. Wildbeuter sind jetzt 50% schneller. Das ist schon mal richtig gut. Ich würde gern die nächste Stufe schon mir holen. Und dann hier die Schlitten nochmal anzukurbeln und den Angelhafen zu verbessern für Nahrung. Dann kann ich auch das Sammeln hier verbessern und optimieren. Kriege ich noch mehr Rohstoffe. So, geschlossene Taverne. Die Taverne sieht verlassen aus. Auf dem Schild über der Tür steht Polestar. Die gute alte Zeit. Die Taverne scheint nicht verlassen zu sein. Ein rundlicher Mann zieht Kisten und Koffer auf einem Schlitten. Er stellt sich als Besitzer der Taverne vor. Als die Franzosen noch hier waren, hatte ich den ganzen Tag lang Gäste. Arbeiter, die ihren Kater mit einem Frühstück bekämpften, Ingenieure, die Unmengen Kaffee tranken, während sie über ihren Karten und Bauplänen brüteten. Und am Abend kamen sie alle wieder, um hart an ihrem nächsten Kater zu arbeiten. Sie alle sprachen nur Französisch, doch das ist jetzt vorbei. Nehmt, was ihr wollt, ich bin dahin. Yay, Essen. So, ab zu den Eisenbahnschienen. Ein Tag vor Fälligkeit werden wir fertig. Das passt. Echt gut im Zeitplan. So, kannst sie auflösen oder wieder in die Ebenen schicken. Wir schicken sie direkt wieder los. See voller Fische, Stromschnellen. Ja, 22 Stunden darüber. In 3 Stunden kommen noch mal 2 Arbeiter. Ach Gott. Toll, Arbeiter sind eingeschlossen. Sir, eine Explosion im Fundament des Generators hat einen Tunnel zum Einsturz gebracht. Dabei wurden mehrere Arbeiter eingeschlossen. Leider können wir kein Rettungsteam hinschicken, da uns keines zur Verfügung steht. Aufgrund der niedrigen Sicherheitsstufe im Schacht fehlt den Mannschaften, die dort arbeiten, die nötige Ausbildung für einen Notfalleinsatz. Aufgrund der niedrigen Sicherheitsstufe kein Rettungsteam. 40% des Baufortschritts, gefangenen Arbeiter überleben. Motivation sinkt stark, ja. So, Differenzmaschine erforscht. Nahrung, zusätzliche Wildtier, angetriebene Schlitten, so 100% schneller. Rohstoffe, Optimierung. Dank besserer Arbeitsorganisation sind Ladestationen 10% effizienter. Yes. Baustellenstreik. Sir, die Leute auf der Baustelle haben die Arbeit eingestellt. Ein Arbeiter klettert auf eine umgeworfene Schubkarre und spricht lautstark zu seinen Kollegen. Dieses Mal konnten wir unsere Freunde retten, aber solange die Einhaltung der Fristen wichtiger ist als wir, wird es immer wieder zu solchen Katastrophen kommen. Und wer muss sich dann wieder abschuften, um den Schaden zu reparieren? Wie viele von uns werden deshalb ihr Leben verlieren? Baustelle ist in Streik getreten. Ja. Die haben verringerte Schichten. Na, die haben eigentlich alles bekommen, immer was sie brauchen. Verhandeln. Du beginnst Verhandlungen mit den Arbeitern und versuchst den Streit friedlich zu lösen. Die Arbeiter sind wütend und weigern sich zu arbeiten. Sie lassen sich lautstark über Ausbeutung, miserable Arbeitsbedingungen und tödliche Gefahren aus, denen sie täglich ausgesetzt sind. Was versprichst du ihnen? Komfortable Gesetze zu beschließen, herzhafte Mahlzeiten. Die Unzufriedenheit steigt, vorher könnte massiv steigen. Herzhafte Mahlzeitengesetz, komfortablere Quartiere. Streik beendet. Unzufriedenheit sinkt. Blöd. Auf wen sollen wir uns verlassen? Der erste Streik ist zu Ende, aber es wird nicht der letzte gewesen sein. Wir müssen die Arbeitsprobleme angehen, wenn der Generator rechtzeitig fertig werden soll. Die Arbeiter wollen ein Mitspracherecht haben und in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Die Ingenieure versprechen dir Ergebnisse, wenn du dich auf ihre erwiesene Expertise verlässt.
Wirst du die Arbeiter stärken und eine Gewerkschaft gründen oder setzt du auf Ingenieure, indem du die Fabrikaufsichtsbehörde baust? Du musst die Fabrikaufsichtsbehörde bauen, neue Arbeitsgesetze begünstigen Ingenieure. Du musst die Gewerkschaft gründen, neue Arbeitsgesetze begünstigen die Arbeiter. Ja, letztes Mal hatte ich ja die Ingenieure, dann nehme ich jetzt die Arbeiter. Kollektivverhandlungen. Neue Fähigkeit. Kollektivverhandlungen. Es wird global mit allen streikenden Arbeitern verhandelt. Arbeiterrat. Neues Gebäude. Ratsplatz. Die Motivation der Arbeiter steigt täglich leicht. Ratsplätze senken das Streikrisiko an Arbeitsplätzen in der Nähe um 1. Unzufriedenheit sinkt leicht. Einige der Ideen, des Rates werden negative Auswirkungen haben. Okay. Transport ist angekommen. Ein Dampfkern und ganz viel Gedöns. Arbeit. Gewerkschaft. Baue die Gewerkschaft, um das Streikrisiko an allen Arbeitsplätzen zu senken. Zum Namen Generator. Okay, würde ich hier unten dann hinkloppen. Aber erstmal Dampfladestation. Gucke mal. 25 Holz, 17 Stahl, ein Dampfkern. Die werden mal alle drei verbessert. Ups. Schließen. Generator, Arbeit, Gewerkschaft. Guck mal, die kriege ich auch noch gebaut. Sehr cool. Da haben wir jetzt aber fleißig was zu tun heute Nacht. So, Eisenbahnschienen. Es sind Eisenbahnschienen, die von einem bis zum anderen Horizont erstrecken. Die Schienen reichen fast bis zum Knie und werden auf sehr breiten Schwellen gebaut. Lagerhaus, drei Gräber. Ich gehe zu den Gräbern. Gewerkschaft gebaut. Die Motivation steigt. Cool. 100 Essensrationen. Minus 2 Streik. Oh Gott. Ja, nein. Eher nicht. Einer ist krank, macht nichts. So, drei Gräber. Die Punkte stellen sich als Gräber heraus. Auf den Grabsteinen ist Lo Proller von Bellau zu lesen. Wir warnen sie. Warum wurden sie an einem so verlassenen Ort begraben? Wir werden das nie erfahren. Hütte des Feinstellers. Chef Nake. Da gehe ich hin. Sagt der Bauplan. Weniger als eine Stunde vor Fälligkeit. Vorboten der Verdammnis. Das ganze Lager wird von wütenden Gekreische aufgeweckt. Dutzende riesige Vögel kreischen über der Baustelle. Die Eulen sind zurück, stöhnt ein Arbeiter verängstigt. Das ist ein Zeichen, eine Warnung des Himmels. Wir sollten nicht hier sein, wir sind verdammt. Nach einer Weile verschwinden die Vögel wieder über der Bucht, doch unsere Leute zittern vor Angst. Motivation sinkt jetzt jeden Morgen. Sammeloptimierung erforscht. Sehr cool. Effizienteres Sammeln. Nahrung. Wildbeute. Wagen. Nee, Gießerei. Sicherheits. Rohstoffe. Rohstoffdepotaufwertung. Dampfsägewerk. Ja, effizienteres Sammeln. So, sie voller Fische. Dutzende Vögel tauchen immer wieder im Sturzflug. Reichhaltige Fanggründe. Wir könnten hier ein Lager aufschlagen, die Baustelle mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Ja, komm, machen. So, eine unglaublich riesige Lokomotive liegt auf der Seite. Ein sowohl majestätischer als auch armseliger Anblick.
Die Lok ist gewaltig wie ein gestrandetes Schiff. Sie ist umgefallen, weil ihr großes Gewicht sowohl den Boden als auch die Schienen zerdrückt hat. Auf dem Kessel steht Krafnak 12. Die Franzosen haben zweifellos Vorliebe für große Dimensionen. Schade, dass die Erde sie im Stich gelassen hat. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als diese meisterhafte Maschine auszuschlachten. So, wir nochmal zwischenspeichern hier. 18 Stunden vor Fälligkeit. Ich bräuchte eigentlich mal ein paar Arbeiter in der Werkstatt. Effizienteres Sammeln erforscht. So, Sicherheitsvorkehrungen. Arbeitssicherheit. Gießerei. Schutzkonstruktion. Nahrung und Sicherheit. Fortschrittliche Angelhafen. Rohstoffe. Verbesserter Hafen. Ja, das war den Angelhafen. Etwa einen Tag vor Fälligkeit, sehr cool. Trupp 1 ist angekommen. Pause. So, noch zwei Arbeiter. 13 Arbeiter bestellen. Prostituierte untersucht. Ach Gott, warte mal. Nee, Leute, so nicht. Da ein raus, einer muss ins Wirtshaus. So, Motivation muss hoch bleiben. So, Frachtumschlagplatz, Essensration. Die großen Doppeltüren des Lagerhauses stehen offen. Im Inneren findest du sicher einen Stapel Kisten mit Konserven, auf dem französische Etiketten zu sehen sind. Bis zur letzten Dose. Als wir den Bestand der Nahrungsmittel aufnehmen, fragen uns einige Arbeiter, ob wir Französisch können und wissen, wo der Krafnak bald kommen würde, weil es hier kaum noch aushalten. Sie werden anscheinend schon seit einiger Zeit auf den Zug und haben sich bisher von Konserven ernährt. Sie werden diese armen Seele nicht bestehlen. Legt sie rein und nehmt ihre Nahrungsmittel. Nein, ich werde die nicht bestehlen. Silvio, blabla. Wir haben den armen Franzosen gesagt, dass niemand kommen würde. Sie haben ihre Nahrungsmittel sofort zusammengepackt und sich auf den Weg gemacht. Ach, Kacke. Achso, nee, die müssen warten, weil Lager voll, alles klar. Ups. So, 7.20 Uhr. So, die sind da. Eisiges Plateau. Die Schienen sind mit Eis bedeckt und an einigen Stellen völlig unsichtbar. Wir folgen ihnen, bis sie gänzlich verschwunden sind. Schienen uns nirgendwo. Nachdem die Schienen unter dem Eis verschwunden waren, sind wir ihrem ungefähren Verlauf für ein paar Meilen gefolgt. Wir haben nichts gefunden und uns aufgeteilt. Die Schienen scheinen nirgendwo mehr aufzutauchen. Wo haben sie hingeführt? Wir werden das wohl nie erfahren. Wir haben die Schienen komplett verloren. Das war's. Okay. Dann kommt ihr erstmal wieder nach Hause. Fortgeschrittener Angelhafen erforscht. Sehr cool. Rohstoffe. Sicherheitslüftungsverbesserung. Zusätzliche Lüftungsanlage einzusetzen. Nahrung und Gesundheit. Ja, machen wir einmal die Wagen schneller hier. Cool ist fast alle.
Zeitplan, ein Tag vor Fälligkeit. Baue das Fundament. Bevor du die Fundamente legst, die den Großteil des Generators tragen, musst du deine Arbeiter tief unter die Erde schicken, damit sie leistungsstarken Turmpumpen installieren können. Okay. Pause. Generator. Druckventile. Turmpumpen. 10 Dampftauscher. Profilmanufaktur, Druckventile, Lüftungsanlage, Nahrungsmittel, fortschrittlicher Hafen, 40 Holz, 10 Stahl. Das mache ich jetzt schon. 50 Arbeiter. Ach du Güte. So, und heute Nacht wird hier auf Kohle umgestellt. Ein Mensch, eine Stimme. Sir, die Gewerkschaft, deren Gründung du zugelassen hast, braucht einen Vertreter. Wenn wir die Arbeiter selbst entscheiden lassen, werden sie wahrscheinlich staatsfeindliche Aktivisten wählen. Wie wollen wir vorgehen? Das Streikrisiko steigt für 2 Tage. Manipuliert die Wahlen. Die Motivation steigt. Wenn das mal nicht auffällt, ne? So, Rohstoffe. Rohstoffdepot. Pause. Straße. Bauen. Rohstoffdepot. 1, 2. Verlassener Ort. Glückwunsch, du hast deinen ersten Meilenstein fristgerecht erreicht. In der Zwischenzeit wurde das Projekt aufgrund von Mittelkürzungen und einer katastrophalen Unfalls bei Standort 107 abgebrochen. Die verbleibenden Arbeiter sollen evakuiert werden. Falls du einige Männer entbehren kannst, solltest du Wildbeuter zu diesen Koordinaten schicken, um so viele Materialien wie möglich zu bergen. Wir haben nicht annähernd genügend Generatoren, um alle Leute zu evakuieren. Sollte das Undenkbare eintreten. Deine Aufgabe ist jetzt wichtiger denn je. Okay, ihr seid in 8 Stunden da. Ihr geht da einfach mal hin. Angehalten Lager. So, na, ich kann da gerade nicht rüber. Okay, dann machen die das gleich. Sobald die Jungs wieder zurück sind. Das brauche ich gerade am dringendsten. Kohle. Giftgase, Basissicherung. So. Schädlich. Angetriebene Wildbeute erforscht. Okay, 13 Arbeiter kassiert. Die Jungs warten, die sind wesentlich schneller zu Hause. Dann. Wo ist sie? Da ist sie. Ein Dampfgenerator. Ein Ingenieur, oder? Ja, ich bestelle mal nur einen Dampfgenerator. Gesetze. Arbeit. Gott, Arbeiterrat. Neues Gebäude, Ratsplatz. Die Motivation der Arbeiter steigt täglich leicht. Ratsplätze senken das Streikrisiko an Arbeitsplätzen in der Nähe um 1. Unzufriedenheit sinkt leicht. Yes, baue einen Ratsplatz. Bauen, Arbeit, Ratsplatz. Hier versammelt sich der Arbeiterrat, der es Arbeitern ermöglicht, Bitten und Ideen vorzubringen. Dadurch wird das Streikrisiko an Arbeitsplätzen in der Nähe verringert. Von Zeit zu Zeit werden Änderungsvorschläge vorgebracht. Ja, gucke mal. Nochmal. Streikrisiko wird reduziert. So, dann baue ich den hier hin, oder? Ich baue den da hin. Yes. Forschung. Krankenhaus könnte ich schon fast forschen. Dampfsägewerk, großes Rohstoffdepot, Aufwertung, Sicherheit, Lüftungsanlage, Stufe 5, kostet 150 Holz. Zusätzliche. Machen wir das? Nein. Besserter Hafen. Jupp.
Oh, weitere 13 Arbeiter. Das ist cool. Keine sammelbaren Rohstoffe. Jetzt ziehe ich da mal einen ab. Da gehen zwei rein. Ansonsten sieht das okay aus. Aber jetzt ist eh gleich Feierabend. Gott, dann schaltet ihr hier auf Kohle um. Fünf und zehn, okay. 5 und 10. 18 Obdachlos, Entschuldigung. Zählt ein weiteres. Dahinter, hierhinter. Da ist da ein bisschen doof mit dem Bauplatz. Ja, guck mal, so passt das. So. Hier ist immer noch nicht fertig gebaut. Leute, was ist denn da los? So, Essensration. Arbeiterrad gebaut. Die Motivation steigt. Sehr cool. Was kann ich da machen? Union Square, Ort im Umkreis. Hier versammelt sich der Arbeiterrat, der es Arbeitern ermöglicht, Bitten und Ideen vorzubringen. Dadurch wird das Streikrisiko an Arbeitsplätzen in der Nähe verringert. Von Zeit zu Zeit werden Änderungsvorschläge vorgebracht. Cool. So, die warten immer noch, dass sie den Kram abliefern können. So, Generator, Lüftungsanlage, Druckventile. Druckventile, warte mal. Ups, okay, du kannst sie auflösen oder wieder losschicken. Ja, aber sowas von sofort. Skulptur der Natur, Hinder. So, die warten. Und die schicke ich jetzt Hütte des Fallenstellers hier unten runter. So, Rohnahrung. Bauen, Rohstoffe. Dampfladestation, alles voll. Ladestation, ach Quatsch. Einfacher Hafen, okay. Gefährlich. Giftgase, Basissicherheitsstufe, Turmpumpen, 19 Vorfälligkeit, etwa 7 Stunden ist die Kohle alle. Na, wird Zeit, dass ich hier auch auf Kohle umsteige. Könnt ihr natürlich auch hier die Jungs erstmal rausziehen, damit reinsetzen. Rollen aus der Tiefe. Sir, die Arbeiter in den tiefsten Abschnitten des Schachts berichten von grollenden Geräuschen und leichten Erdbeben aus dem Untergrund. Sie beschweren sich über Schwindelgefühl durch giftige Dämpfe, die aus den Rissen entweichen. Sollte es zu einem Notfall kommen, sind wir eventuell gezwungen, sie schnell zu evakuieren. Dafür benötigen wir jedoch Sicherheitsausrüstung für die Retter und die Arbeiter im Schacht. Außerdem werden die Arbeiter dadurch vor den Dämpfen geschützt, was die Arbeitssicherheit erhöhen würde. Sollen wir mit der Produktion beginnen? Ja. Produktionssicherheitsausrüstung. Sofort grünes Licht dafür. Kapazität fast erreicht. Verbesserter Hafen erforscht. Sehr cool. Generator. Rohstoffe. Fortgeschrittene maximale Gesundheit. Nö, das geht nicht. Dann aber das da. Oh, was gibt's? Oh,
Quelle liegt frei. Sir, in den unteren Ebenen hat sich ein katastrophaler Unfall ereignet. Eine Höhle ist einer unterirdischen Wärmequelle ausgesetzt, die unsere Arbeiter an tödliche Dämpfe einhüllt. Wir können die Quelle versiegeln, um sie zu retten, allerdings wird dadurch permanent die Kraft des Generators verringert. Wenn wir sie aber offen lassen, sterben alle Leute im Untergrund. Schickt Hilfe mit Sicherheitsausrüstung. Die Heizkraft des Generators bleibt erhalten. Viele Arbeiter werden schwer verletzt. Der Bau wird für 3 Stunden stillstehen. Einen Tag vor Fälligkeit werden wir fertig. Cool. Guck mal, hier kann ich ein bisschen reduzieren. So, ein bisschen umverteilt. Skulptur der Natur. Tatsächlich handelt es sich dabei um einen riesigen Felsen, der vom Wind geformt die Gestalt eines stehenden Menschen annahm. Nichtsdestotrotz ist er ein nützlicher Orientierungspunkt. Auf zur Feldküche, nur 6 Stunden bis dahin. Erfolgreiche Evakuierung. Sir, wir haben tolle Neuigkeiten. Alle Arbeiter wurden gerettet und die Quelle bleibt geöffnet. Einige unserer Leute wurden verletzt, ein paar von ihnen schwer. Aber wenn wir ihnen die richtige medizinische Versorgung zukommen lassen, werden sie überleben. Und wenn wir den Generator fertigstellen, wird er die volle Heizkraft erreichen. Mehrere Arbeiter wurden verletzt, der Generator wird seine volle Heizkraft erreichen. Yes. 8 Amputierte. So, da bin ich mal gespannt, wie ich die jetzt nach Hause geschickt kriege. Ablenkzeit, 3 Tage. Bewohner des Pflegeheims werden zurück nach London geschickt, wodurch der Bedarf an Unterkünften und Nahrung gesenkt wird. Gut, schick die Jungs nach Hause. Schick uns nicht fort. Während du den Amputierten zusiehst, wie sie ihr dürftiges Hab und Gut packen, kommt einer auf dich zu. Sir, wenn du mich zurückschießt, werde ich nicht mehr bezahlt. Ich habe in meinem Leben noch nie jemanden angefleht, aber meine Kinder dürfen nicht verhungern. Ich flehe dich an, schick uns nicht fort. Ich habe eine Hand bei einer Arbeit verloren, die du mir aufgetragen hast. Lässt sich das völlig kalt? Wir sind nicht hier bei der Wohlfahrt. Oh, echt. Bitterböse hier. Cool, Lüftungsanlage. Rohstoffe. Ich brauche gerade mal mehr Holz irgendwie. Rohstoffdepotaufwertung. Fortschrittlicher Hafen. Generatorkonstruktion. Sicherheitsverbesserung. Yes. Work's over for the day. Time to rest. Ups. So, ich brauche neue Arbeiter. Keine sammelbaren Rohstoffe mehr. Bauen. Ups, Rohstoffe. Verbesserter Hafen. Okay, kann ich nicht. Feldküche. Wir konnten in der Feldküche kein Essen finden, obwohl es vor kurzem hier gekocht wurde. Es befinden sich nur etwas Wasser in 2 Töpfen. In den 2 großen Töpfen. Standort 107. Sehr schön. Hin da. Ein kleiner Blick auf die Uhr. Jop, passt. Etwa 16 Stunden vor Fälligkeit. Hütte des Fallenstellers. Die Hütte ist stabil, der Fels schützt sie vor dem Wind. Eine gemütliche Zufluchtsstätte. Ein gusseiserner Ofen steht neben einem Tisch und einem stabilen Stuhl. Auf dem Tisch liegen 2 Bücher. On the Origin, ja, blau irgendwas und ein französisches Buch. Außerdem steht hier noch eine Kiste mit Konserven. So, ab zum Lagerhaus. So, es sind noch einige Menschen hier, die ihre Sachen packen und dutzende Särge vorbereiten. Ein junger Ingenieur nähert sich uns.
Ich hab's Ihnen gesagt. Die junge Ingenieurin, die sich als Effie McLachlan vorstellte, ist erleichtert, uns zu sehen. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Wir sollen evakuiert werden, aber dieser Tage kann man sich auf nichts mehr verlassen, sagt sie. Dann verrät sie uns, was passiert ist. Kurz gesagt ist der Kern ihres Generators explodiert, nachdem ein Feuer kurz vor Fertigstellung ausgebrochen war. Effie meint, sie habe die anderen davor gewarnt, doch niemand habe ihr geglaubt, weil sie die jüngste Ingenieurin vor Ort war. Sie und ein paar Freunde geben aber nicht auf. Sie wollen uns mit ihrer Erfahrung bei der Fertigstellung des Generators helfen. Ja. 12 Ingenieure kriege ich dazu. Muss ich vielleicht noch mal ein Zeltchen bauen? So, es ist voller Kisten, in denen einst Dampfkerne transportiert wurden. Dutzende von ihnen, die eine ganze Flotte Dreadnoughts antreiben könnten. Die meisten Kisten sind leer. Dampfkerne, s'il vous plaît. Auf dem Schild über dem Eingang steht Ministre de la Marine de... Ja, genau. Entrepôt 4. Es ist wenig überraschend, dass auch andere Nationen Unterschlupf im Norden suchen. Aber das Ausmaß dieser Betriebs ist einfach unglaublich. Ein alter Ladenhüter öffnet ein großes Buch, nachdem er uns gesehen hat. Er dachte, dass wir französische Ingenieure wären. Bonjour, Monsieur. Volublabla irgendwas? Er scheint uns eine Lieferung mit Dampfkern anzubieten, aber was zum Kuckuck ist ein Griffnake? Nicken und Papiere unterschreiben. Das habe ich ja letztes Mal gemacht und dann war der Trupp tot. Wir werden keine Dampfkern erhalten. Ehrlichkeit über alles. Wir haben den Ladenhüter über seinen Fehler unterrichtet. Eine Zeit lang waren wir uns nicht sicher, ob er weinen oder schreien würde. Dann hat er sein Buch zugeschlagen und uns mit folgendem Satz verlassen. Merci, Monsieur. So, mal zu den Stromschnellen. Ich glaube, hier auf der Rückseite war auch nichts mehr. Ja, das letzte Mal habe ich einfach gesagt, jupp, das sind meine Dampfkerne. Wo muss ich unterschreiben? Und dann haben die Arbeiter uns gelyncht und ich habe den Trupp hier komplett verloren gehabt. Plus das, was sie tragen. So, Stahl ist voll. Sicherheitsvorkehrung erforscht. Sehr, sehr cool. 80 Holz, fortgeschrittener Hafen, Rohstoffe von Schiffen abzuladen und 3 Glut, ja. Generator, Maschinenwerkstatt, ja, die brauche ich bald, etwa 12 Stunden vor Fälligkeit. Appell der Ingenieure, Sir, einige Ingenieure möchten dir ihre Bedenken bezüglich des Arbeiterrats aussprechen und bitten um deine Zusicherung. Wir wissen deine Bemühungen, die Arbeiter zu motivieren, durchaus zu schätzen. Wenn sie jedoch zu viel Macht erhalten, wird unsere Autorität und Verantwortung gemindert. Und bevor du dich für eine ihrer Ideen aussprichst, musst du wissen, dass sie keine Ahnung von Generatoren haben. Entspannt euch, ihr habt noch immer das Sagen. Achtung, niemand ist unentbehrlich. Ja. So, Maschinenwerkstatt erforscht. Und ihr geht mal da rein. 15 Uhr. Sicherheitsverbesserung in der Maschinenwerkstatt. Nee, komm, erstmal das. Ups. Wildbeuteeinheit Nummer 3 ist sicher in die Stadt zurückgekehrt. Du kannst sie. Ja, cool. Pause. So, erstmal möchte ich ein neues Arbeitsgesetz. Offizieller Grundsatz. Neue Fähigkeit. Motivationsrede. Steigert die Motivation. Die Ideen des Arbeiterrats haben keine negativen Auswirkungen mehr. Die Motivation steigt leicht. Cool. Eine kurze Ansprache. Ups. Pause wollte ich doch haben. Organisieren wir eine Lotterie. Die Gewinner schicken wir nach England auf Urlaub. Arbeiten nach Dienstschluss ist anstrengend. Verdoppelt die Bezahlung für Überstunden. Abgelehnt. Verringert das Streikrisiko. Kein Streikrisiko. Das ist gefährlich. Okay.
Baustelle. Das war's eigentlich schon fast. Ich gehe mal zu den Stromschnellen. Hier kommen bestimmt zwei neue Gebiete. Und wir haben 12 Ingenieure. Können die hier mit arbeiten? Leider nicht. Dann geht er mal dahin. Können die hier arbeiten? Auch nicht. Keine sammelbaren Rohstoffe. Okay, doofe Idee. 1829, okay, warte mal. Generator. Maschinenwerkstatt. 30 Holz, Druckventile. Ach, kann ich auch schon setzen. Lüftungsanlage. 25 Holz, ein Dampfkern. Könnte ich hier nochmal eine hinsetzen. Aber vorher möchte ich die verbesserten Häfen. 41 Holz, 20 Stahl. Yes. So, Nahrungsmittel, fortschrittlichen Angelhafen hatte ich hier ja schon. Werkstatt, Dampfladestation. Da kommen dann vielleicht nochmal welche, wenn ich sie bauen kann. Gesundheit, Bader, Pflegeheim, Sanitätsstation. Wie sieht's da aus? 10 Patienten. 15 Arbeiter im Pflegeheim. Oha. Müsste ich mal Richtung Krankenhaus forschen. So, dann kommt auf jeden Fall noch die Maschinenwerkstatt hier neben. Profilmanufaktur, Maschinenwerkstatt, Lüftungsanlage. So. Noch 11 Arbeiter. Druckventile. Riesige Ventile aus qualitativ hochwertigem Stahl kontrollieren den Wasserfluss und den Heizdampfdruck. Sie schützen den Generator vor Hitzeanstiegen in der Quelle. Elf Ingenieure. Ja, gucke ich gleich mal, wo ich die einsetze. Transport ist angekommen. 15 Arbeiter. Sehr cool. 169 Leute. Ein Dampfkern und 2 Arbeiter. So, ihr geht da rein. Keiner obdachlos, cool. Die in Übereinstimmung des Faustkampfgesetzes findet ein Faustkampf. Oder wird ein Faustkampf. Findet ein Faustkampf ausgetragen. Okay, ich habe doch nicht falsch gelesen. Als nächstes kommt das Krankenhaus. So, die Jungs sind gleich beim Ziel angekommen. So, hier nahe der Quelle wird der Fluss schmal und wild. Wir gehen dem Abgrund der Schlucht entlang, um ihm zu folgen. Auf zum Bergsee. Gut. Ja, die Nahrungsquelle spare ich mir mal auf für später. So, da wird auch kurz gearbeitet. 5 Stunden vor Fälligkeit, das langt. Schutzkonstruktion. So, Nahrung, Gesundheit, hier. Sanitätsstation effizienter machen. Keine Arbeiter. Oh, da habe ich noch Arbeiter drin. Die gehen da rein. So, Bergsee. Der Fluss beginnt hier mit einem kristallenen Bergsee. Selbst vom Ufer aus können wir die Fischschwärme im See erkennen. Wir können ein paar Tage hier bleiben und sie fangen. Okay, ich verstehe. Wir wollen aber zum Bergpass. So, und der andere trottet schön hinterher. Meine 6 Bauprofile für 24 Stunden. Giftgase. Oh, 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 oh. An.
an. Keine Kohle mehr. Keine sammelbaren Rohstoffe. Ausrüstung für Sanitätsstation erforscht. Sehr cool. Als nächstes das Krankenhaus. Ingenieur, Arbeiter raus, Ingenieur rein. Arbeiter, wie sieht es da denn aus? Sammelhütte. Zwei Arbeiter kommen gleich noch. Keine Kohle mehr, ey. Ratsprotest. Sir, die Vertreter des Rats haben die Arbeiter angestiftet, Protest gegen deine Unterzeichnung des offiziellen Grundsatzes einzulegen. Warum versuchst du, den Arbeiterrat mundtot zu machen? Ein Vertreter tritt hervor und hält die zerknitterte Ankündigung in die Luft. Was soll das werden? Das geht zu weit. Die Vertreter wirken sehr verärgert. Vielleicht sollten wir sie zum Essen einladen, damit du sie beschwichtigen kannst. Das Streikrisiko steigt für 2 Tage. Ich versuche sie mal zu überzeugen. Dampfhaus geht an. 15 Essensrationen, Motivation steigt. Ich kann überall, irgendwie nur Arbeiter reinsetzen. An 8 bis 16 Uhr. Okay, wir sind beim Backpass. Vor nicht allzu langer Zeit scheint eine Lawine ausgelöst worden zu sein. Hufspuren verlaufen sich im Lawinenfeld. Haben die Rentiere die Lawine ausgelöst? Ups. Auf zum Lawinenfeld. Transport ist angekommen. 2 Arbeiter, 1 Dampfkern. Ja, diese 2 Arbeiter. Rohstoffe. Verbesserter Hafen. Gut, Hafen habe ich verbessert. Dampfladestation. Gut. Generator, Maschinenwerkstatt. 25 Holz, 50 Stahl, 1 Dampfkern. Die bauen da ganz fleißig. Arbeit, Rastplatz. Einwohner, Kapelle, Zelt, Gesundheit, Pflegeheim, Nahrung, Angelhafen, Rohstoffe. Technologie, Werkstatt, okay. 2 Arbeiter. Wir haben auf 25. 2 Tage vor Fälligkeit, das ist total gut. Hier mache ich auch eine kleine Pause, dann sehen wir uns gleich wieder. Viel Spaß weiterhin und ciao.